Jurassic Park 3 wurde auf diesem Kanal jetzt hier wahrscheinlich mitunter am allermeisten von allen Jurassic-Teilen behandelt. Ich meine, es liegt auch irgendwo nahe, dass wir diesen Teil hier so häufig besprochen haben, weil Jurassic Park 3 ist der einzige Film der gesamten Jurassic-Reihe, der eben nicht so im Kino gelaufen ist, wie das ursprünglich gedacht gewesen ist. Es gibt keinen anderen Jurassic-Film, der so viele Probleme bei der Produktion hatte wie Jurassic Park 3. Unter anderem führte es dazu, dass der Film, das kann auch ich nicht leugnen, objektiv gesehen nicht unbedingt super gut ist. Ich meine, ich liebe diesen Film, aber ich kann verstehen, wenn man eben sagt, ey nee, das war überhaupt nichts gewesen. Nicht umsonst hat Jurassic Park 3 es auch geschafft, das gesamte Jurassic-Franchise vorerst zu beerdigen und das, obwohl es sogar schon erste Planungen für einen Jurassic Park 4 gegeben hat. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen eine Theorie besprechen, die ein weiteres Logikloch dieses Films schließen würde. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach an und viel Spaß mit dem Video. Eines meiner allerersten Videos über Jurassic Park 3 oder wenn nicht sogar das allererste Video über Jurassic Park 3 handelte davon, dass wir hier besprochen haben, warum der Spinosaurus denn so akribisch den Menschen hinterherjagt, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Denn der Spinosaurus jagt, so denken wir uns das, aus instinktiven Gründen eben, um seinen Hunger zu stillen. Kurz nachdem die Menschen aber dann auf der Insel abgestürzt sind, schafft es der Spinosaurus, einen Tyrannosaurus Rex zu erlegen und müsste doch damit, rein logisch gesehen, Nahrung für einen längeren Zeitraum gehabt haben. Das scheint das Tier aber irgendwie nicht interessiert zu haben. Nein, der Spinosaurus entscheidet sich dazu, die Menschen weiterhin quer über die Isla Sorna zu jagen. Und hier gab es tatsächlich eine Aussage eines der Produzenten, in welcher er bestätigte, dass es in einem ganz frühen Konzept des Drehbuchs einen Baby-Spinosaurus gegeben hätte. Also wir sehen ja Cooper im Film, Cooper rennt dann irgendwann mit einem verletzten Arm aus dem Dschungel heraus und schreit um Hilfe und kurz davor hätten wir eigentlich sehen sollen, wie Cooper in ein Nest eines Spinosaurus fällt, auf einen Baby-Spinosaurus trifft, dieser verletzt Cooper dann eben am Arm, Cooper tötet den Baby-Spinosaurus und der große Spinosaurus hat danach Rachegelüste und möchte eben die Menschen daraufhin töten. I do remember sort of volunteering the idea that hey, maybe this one of the Mercs kills a baby Spinosaurus, and that's what pisses off the parent Spinosaurus, and that's why it pursues them through the whole story. Die einen sagen jetzt nachvollziehbar, die anderen sagen, ein Tier würde nicht so handeln, aber ey, ich habe mich bei Jurassic inzwischen von jeglicher Logik so ein bisschen auch befreit. Von daher bin ich der Meinung, ja, der Baby Spinosaurus hätte das Ganze wesentlich plausibler gemacht. Wenn du eine ausführliche Erklärung dieser Szene haben möchtest, habe ich dir mein Video mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da haben wir eben besagte Szene ein bisschen ausführlicher besprochen. Die Kommentare haben nicht lange auf sich warten lassen, die darauf hingeschrieben haben, Tobi, Moment, irgendwas stimmt doch hier nicht, weil wenn da ein Baby-Spinosaurus ist, bräuchten wir aber nicht dann auch zwei erwachsene Spinosaurus, also quasi ein Spinosaurus-Pärchen und irgendwo habt ihr recht. Auf der anderen Seite habe ich mir immer gedacht, okay, wird wohl auch so gewesen sein, nun hat man dann eben den anderen Spinosaurus nicht gesehen. Und ey, der Baby-Spinosaurus ist eh nie im Film erschienen. Von daher ist es komplett egal, ob da noch ein zweiter Spinosaurus geplant wäre. Dann habe ich mir vor kurzem mal die ganzen Kommentare durchgelesen und bin da auf eine sehr interessante Theorie gestoßen, die ich sogar nochmal untermauern könnte. Achtung, Warnung, hier ist nichts wirklich offiziell, ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Das machen wir eben manchmal bei bestimmten Logiklöchern oder Unbegebenheiten im Jurassic-Universum, wo es keine offizielle Erklärung dazu gibt, reimen wir uns eben das möglichst Logische zusammen, wie bestimmte Sachen passiert sein könnten. Wie zum Beispiel, was die Crew hier auf dem Boot gefressen hat oder was auf der SS Venture überhaupt passiert ist in The Lost World Jurassic Park 2. Also es gibt so ein paar Sachen, bei denen es eben nur so ein paar Brocken gibt und wir haben uns da immer wieder mal zusammengereimt, wie das Ganze hätte wirklich ablaufen können. So ähnlich machen wir das jetzt auch hier in diesem Fall, denn die Theorie geht davon aus, dass auf der Insel in Jurassic Park 3 tatsächlich zwei Spinosaurier gelebt haben, also zwei erwachsene Elterntiere und diese beiden Tiere haben wir sogar gesehen. Erinnern wir uns mal an das, was wirklich passiert. Der Spinosaurus bekommt also mit, dass sein Baby getötet wird. Die Schüsse hören wir sogar noch im Film, die Cooper eben abgibt und danach rennt er aus dem Dschungel raus. Obwohl er öfter um Hilfe schreit, entscheidet sich dann die Crew rund um Udesky und Nash dazu, das Flugzeug eben nicht mehr anzuhalten, weil sie auch nicht mehr dazu kommen, denn das Flugzeug ist schon viel zu schnell auf der Startbahn unterwegs, also sie könnten nicht mal mehr anhalten, wenn sie wirklich wollen würden. Aber auch das wäre vollkommen egal, denn plötzlich rennt der Spinosaurus aus dem Gebüsch heraus, packt Cooper
und tötet ihn kurz darauf. Das Flugzeug crasht gegen das Segel des Spinosaurus und landet eine gar nicht unbeträchtliche Strecke weiter im Dschungel und eben in diesem Baum. Kurz darauf taucht der Spinosaurus erneut wieder auf und wir sehen, wie er das Flugzeug begutachtet und kurz darauf auch in Stücke reißt. Genau hier setzt die Theorie ein. Die geht nämlich davon aus, dass wir in diesem Augenblick den zweiten Spinosaurus gesehen haben. Also um das nochmal ganz kurz festzuhalten, die Theorie besagt, dass der erste Spinosaurus derjenige ist, der Cooper gefressen hat, und der zweite Spinosaurus derjenige ist, der dann auch Nash tötet und eben das Flugzeug auseinanderreißt, und quasi dass der zweite Spinosaurus derjenige ist, der auch die ganze Zeit die Gruppe von quer durch die Isla Sorna jagt, über die Isla Sorna jagt, so rum. Zum einen wird bei der Theorie jetzt hier unterstützt, dass man eben sagt, ja, der Spinosaurus könnte gar nicht so schnell von dem Punkt, an dem das Flugzeug ja gegen sein Segel gecrashed ist, zu dem Punkt gekommen sein, wo das Flugzeug in den Dschungel reingekracht ist. Ich habe mir die Szene nochmal angeschaut und muss sagen, es ist halt auch ein Film, ne? Und es vergeht ein bisschen Zeit, bis der Spinosaurus auftaucht. Also ich muss sagen, doch, das würde funktionieren. Allerdings wird jetzt hier auf was sehr viel Interessanteres eingegangen und jetzt muss man hier wirklich mal so ein bisschen tief durchatmen. Ich weiß, es ist offiziell bestätigt, dass der Spinosaurus aus Jurassic World Camp Cretaceous derselbe ist wie der in Jurassic Park 3. Allerdings, wenn es wirklich zwei Spinosaurier in Jurassic Park 3 gegeben hat, laut Theorie, wer ist dann derselbe wie der in Camp Cretaceous? Das bedeutet, die Theorie geht davon aus, dass der Grund, warum sich der Spinosaurus in Jurassic World Camp Cretaceous anders anhört, sich anders verhält, wesentlich aufrechter läuft und auch eben anders aussieht, daran liegt, dass das eben nicht der Spinosaurus ist, den wir die ganze Zeit in Jurassic Park 3 verfolgen, sondern eben der andere, der am Anfang Cooper gefressen hat. Die Theorie kann man hierbei wirklich schwer angreifen, denn ich meine, wir sehen den Spinosaurus, den ersten Spinosaurus ja nicht, der Cooper angegriffen und eben gefressen hat. Wir sehen ja nur ganz kurz ein verschwommenes Bild von diesem Tier, als dann eben das Flugzeug gegen das Segel crasht und das war es dann auch gewesen. Demnach, gehen wir nach dieser Theorie, hat Mentacorp den ersten Spinosaurus, den wir in Jurassic Park 3 gesehen haben, mitgenommen auf die eigene Insel. Ich fand diese Theorie sehr nett und finde auch das, wenn man das irgendwie plausibel so in seinen Schädel reinbekommt, dass man dann damit dieses Logikloch ein bisschen füllen könnte. Ich meine, man könnte auch einfach sagen, okay, da hätte ursprünglich ein Baby sein sollen und es müssten zwei Spinosaurier sein. Man hat eben einen davon einfach nicht gesehen aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, das ist eine Rieseninsel. Aber so würde das Ganze noch ein bisschen mehr Sinn ergeben, wenn wir uns nämlich überlegen, dass Mama Spinosaurus eben im Nest gewesen ist, als dann Cooper das Baby erschossen hat. Und kurz daraufhin ist dann das Flugzeug abgestürzt und der Papa war vielleicht gerade beim Jagen und merkt, dass da was abgestürzt ist und kommt dann eben zu dem Flugzeug. Wenn das allerdings so wäre, müssten wir uns jetzt wieder die Frage stellen, warum dann der Papa die Gruppe verfolgt, weil der dürfte ja noch gar nicht wissen, dass sein Kind tot ist, oder haben die sich vorher nochmal getroffen und kurz geredet? Ja, wie gesagt, es ist nur eine reine Theorie, davon ist ja nichts offiziell, bis auf das, dass wirklich ein Baby-Spinosaurus ursprünglich geplant gewesen ist. Aber ich finde das eine ganz nette Idee, dass wir eben Mama und Papa bereits im Film gesehen haben und haben sie einfach nur nicht unterscheiden können. Wie ist jetzt deine Meinung zu dieser Theorie? Meinst du, sie würde irgendwo Sinn ergeben? Meinst du, man könnte das so schön mit einführen? Meinst du, Colin Trevorrow sagt irgendwann einfach, wie bei jeder anderen Begebenheit auch, ist jetzt offiziell Kanon? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was.